Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Leute, draußen scheint die Sonne, also erstmal ein Ründchen zocken, oder wie ist das Ganze? Wir sind auf dem PBE angekommen, denn ich habe mal so wieder vorbeigeschaut und dachte so, was gibt es so Neues? Und es gibt tatsächlich einiges Neues wieder, wo man definitiv mal drüber reden könnte. Und das habe ich hier mit euch in diesem Video vor. Zunächst natürlich das K-Rework, das haben wir alle gesehen. Hier gibt es natürlich den ein oder anderen ganz coolen Skin, muss man sagen. Ja, die verwandelt sich ja schon ziemlich cool, ne? Das ist ja, also ich weiß selber noch nicht, was mein Favorit ist, weil die Stufe 16 Formen sehen wirklich alle cool aus. Das hier ist Silver Kale. Das hier ist zum Beispiel, ja, die sieht gar nicht so geil aus, weil mit grünen Flügeln ja, aber dann auf einmal so goldene, das passt halt überhaupt nicht. Der ist okay. Der hier sieht super geil aus. Ohne Witz, dieses Schwert, das erinnert mich übel an WoW, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es auch ein Schwert, das so aussieht. Und der Skin sieht halt richtig cool aus, dass die Flügel hier rot sind, ja, okay. Und das hier ist Battleborn Kale. Dann haben wir noch diesen Skin, der ist auch super cool. Also, holy shit, ne? Eigentlich gucke ich mir diese Skins ja generell bei diesen Dingern nicht an, aber... Ne, das sieht schon alles ziemlich crank aus. Hier haben wir noch diesen Skin, das ist Helikopter Riot Kale. Der sieht ein bisschen overloaded aus mit den ganzen Dingern, aber definitiv nicht schlecht. Der sieht auch super cool aus, also holy shit. Und auch der hier, Pentakill, ne? Ja, Sacha Mai. Bei Morgana ist mir übrigens auch aufgefallen, sie hat ja generell ein Rework bekommen. Ja, viele haben das wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, wie sie jetzt aussieht. Sie sieht aus, ich finde, sie sieht aus wie Cassiopeia oder wie Xayah, wenn sie läuft so ein bisschen, weil sie diesen Schweif hinter sich hat. Sie hat ihre Flügel zusammengebunden. Hier ist ganz wichtig, und das sieht eigentlich ganz cool aus, dass wenn sie ihre Ultimate macht, ihre Flügel so leuchten. Ne? Die kommen so raus. Ne? Das sieht man hier bei einigen anderen Skins ganz cool. Ich finde, es sieht übel nach. Guck, das hier ist Cassiopeia, oder? Ich schwöre, das hier ist Cassiopeia, Leute. Sieht einfach so aus. Vielleicht... bin ich auch zu festgefahren da drin. Weiß ich nicht. Ja, hier, ne, da haben wir noch hier, das sieht nämlich, man sieht hier so ein bisschen die Flügel, bei dem sieht das gar nicht so spektakulär aus. Aber ich glaube, es gab noch den ein oder anderen Skin, wo es ganz nice aussah. Ne, hier zum Beispiel sind auch so riesige. Naja, es ist okay. Können wir uns darauf einigen, dass es okay ist, Leute? Da sieht es cool aus. Hier sieht es cool aus, Leute. Da sieht es cool aus. Einigen wir uns darauf. So. Aber scheiß auf die Skins, obwohl, ja, ich würde drauf scheißen. Ja, Leute, es gibt KDA Ari. Na, sie wird aktuell immer noch hier und da mal wieder überarbeitet. Die wird es wieder für Tokens geben. KDA Ari. Prestige Ari. So. Ja, das heißt, 100 Tokens werdet ihr brauchen von den Prestige Tokens. Da wird dem nächsten Event kommen, das heißt Cats vs. Dogs. Wenn das jetzt, außer ich wurde geprankt, aber April ist ja noch nicht. Cats vs. Dogs. Das heißt doch nicht Cats vs. Ja, I don't know. Steht hier aber auch gleich. Arclight Brand, meine Freunde. Der Skin, da weiß ich noch gar nicht, was ich von halten soll. Erstmal, Splasher sieht schon mächtig aus. Wobei ich Brand hasse. Das hier sieht irgendwie aus wie so ein Bösewicht oder irgendwie aus so einem Superheldenfilm. Ohne Witz, der passt da richtig geil rein. Ne, hier, das sieht schon not bad aus, finde ich. Muss ich definitiv so unterstützen. Und das Ganze gibt es nämlich auch in Chromas, ne? Ich finde, der im Dunkeln sieht er sogar noch besser aus. Ich finde, die Chromas, also, ich bin da komplett uneins. Aber schlecht sieht es nicht aus. So, hier ist nämlich das, was ich vorgelesen habe, gesagt habe. Tons of Startup for the upcoming Dogs vs. Cats vs. Event. Dogs vs. Cats. Und da gibt es nämlich Cat Facts und Dog Facts. Sometimes my oder Cats believe mirrors are weird doors. Ne? A large cat weigh as much as two smaller cats combined. Ne? Dog, wir wollen ja jetzt hier nicht diskriminierend sein, deswegen auch zwei Hunde fangen. Dogs and sharks have a lot in common. Ja, nice. The Eiffel Tower is several dogs tall. At least. Ja, moin. Ja, gut. So, aber jetzt geht's los, und zwar mit den Champions. Und hier müssen wir direkt mal anfangen, und zwar Akali. Grundsätzlich, was ist mit Akali? Akali war die ganze Zeit broken. Sie hat, ja, sagen wir erstmal, sie war die ganze Zeit broken. Sie ist ein Champion, der immer eine schlechte Winrate hatte, weil er nur broken ist, wenn du diesen Champion beherrschst. Das heißt, die Masse kann den Champion nicht gut spielen. Deswegen hatte sie immer so eine Winrate von 46, 47, 48%, war aber definitiv sehr, sehr stark, wenn du sie beherrschst. Riot hat sie nicht ordentlich gebalanced bekommen, weil sie natürlich ein extrem krasses Kit hat. Sie hat sehr, sehr viele Dashes, die gleichzeitig auch Schaden machen, die gleichzeitig zum Escapen benutzen sind. Sie hat Tower-Dings, sie hat Heal, sie hat alles Mögliche, ne? Und das ist natürlich das Problem. Sie hatte einfach viel zu viel. Overloaded Champ. Dann hat man sie immer und immer wieder genervt. Und beim letzten Nerf hat man sie einfach direkt zerstört, ja. Ich weiß nicht, ob wir uns das ganz fix hier angucken können. Vielleicht schaffen wir das ja. Wir können ja mal eben kurz hier reingucken. Akali, ne? Akalis Winrate ist bei 40%, meine Freunde. Einfach bei fucking 40%. Ja, da hockt sie hier. Ne, das
Da hatte sie 44%, das war noch gerade annehmbar und dann wurde sie zerstört. Einfach 5% Winrate runtergenommen. 5%. Man sieht auch in der Playrate, Leute, weg, tot. Ja, und da frage ich mich natürlich, Riot, also grundsätzlich ist die Idee cool, dass sie sagen, hey, wir smashen den Champion erstmal zum Boden, damit niemand mehr weint. Und dann fangen wir an, den Champion aufzubauen. Das ist an sich, es gibt andere Wege, aber das ist ein Weg, den man nehmen kann. Das heißt, der richtige Weg wäre jetzt, langsam sich wieder ranzulassen. Klar, 40% Winrate, da musst du ordentlich was draufpacken, aber wir wollen ja auch nicht auf die 50%, weil, wie gesagt, der Champion ist schwer. Wir wollen so auf die 45%. Klingt komisch, ist aber so. Und deswegen langsam aufbauen. Riot denkt sich so jetzt, ja, later, Leute, lass mal den Champion buffen, aber komplett von vorne bis hinten. Das hier ist alles Akali, meine Freunde. Das alles hier. Fangen wir also an. Erstmal HP dazu. 20 Base Health. Ne? Ist super viel im Early Game. Außerdem 10 HP pro Level noch oben drauf. Das heißt, sie bekommt 20 HP und nochmal 170 HP. Das heißt, insgesamt 190 HP mehr. Ja, GG. HP-Recken wurde im letzten Patch schon angehoben. Wird jetzt nochmal angehoben um 2. Ist gigakrass. Außerdem wird der HP-Regen nochmal von, also pro Level, auch nochmal angehoben. Von 0,5 auf 0,8. Das heißt, kauf dir ein Doran-Schild, mach noch hier irgendwie, keine Ahnung, dieses Second Wind oder so mit und du bist einfach die HP-Regenerationsmaschine. Dann wird ihre Passive gebufft und zwar das Movement Speed, wenn du auf den Ring rausläufst und dann wieder reinläufst. Das ist jetzt beides, wenn ich das richtig sehe, also es wird verlängert auf jeden Fall, ich glaube verdoppelt. Naja, es wird auf jeden Fall verlängert. Das heißt, du bist schneller, läufst schneller raus und wieder schneller rein. 5-Point-Strike ist die Q, die macht jetzt mehr Damage an Minions, das heißt, der Wave-Clear ist jetzt deutlich stärker, viel, viel stärker. Ist natürlich sehr, sehr gut für einen Assassinen, kannst du viel roam, kannst du viel pressuren, kannst du einfach viel machen und fahren. Twilight Shroud, okay, das hier ist absolut fair und ist gut. Ist now, also Akali konnte vorher, ja, ihr kennt ihren Turm, hat Sicht. Und Türme sehen weit. Ja, das heißt, die haben True Sight und die sehen weit. Und das heißt, selbst wenn der Turm dich nicht angreift, entdeckt er unsichtbare Einheiten, weil er halt die True Sight weit ist, als er angreifen kann. Und jetzt ist das genau so, dass der Turm dich nur als Akali entdeckt, wenn er dich auch angreifen kann. Ja, das heißt, naja, wenn du ein bisschen davon entfernt bist, er dich nicht angreifen kann und du da in deiner Bubble bist, dann kann der Gegner dich auch nicht sehen. Ja, außerdem wird Akali, es ist ja so, dass wenn sie ihre Bubble verlässt und wieder reingeht, dann wird die Dauer erhöht. Und das musste sie 6-mal raus und rein gehen. Und jetzt muss sie das nur einmal. Sie muss einmal raus und rein. Und zack, hat sie 3 Sekunden mehr Zeit. Ist ein immenser Buff. Shuriken Flip. Der Damage wird auf der ersten Instanz, dieses Ding, was sie wirft, erhöht. Und zwar um 20 auf Stufe 1 und um 40 auf Stufe 5. Und dafür aber auf der zweiten Instanz verringert um 10, aber auch im Late Game um 10. Das heißt, im Endeffekt, klar, nein, muss man sagen, sie hat am Anfang 10 mehr Damage. Kann man so sagen? Kann man so sagen, ja. Und im Late Game 30 mehr Damage, was schon definitiv cool ist. Ne? 30 mehr Damage, 10 mehr Damage ist definitiv nicht verkehrt. Ich finde es auch besser, dass die erste Instanz mehr Schaden macht, weil damit versuche ich immer mal, oder wenn ich sie mal spiele, zu Last Hitten. Und dann macht das Ding einfach kein Damage. Außerdem wird der Cooldown von Perfect Execution verringert. Um 20 Sekunden. Leute, ich kann jetzt schon mal sagen, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Eine Ultimate hat auf Stufe 1 120 Sekunden zu haben, das ist einfach so. Entweder sie ist komplett broken, global, dann hat sie auch gerne 150, 160 oder sowas. Aber eine Ultimate auf Stufe 1 hat 120 Sekunden zu haben. Alles andere ist Bummeles. Das wird, ich calle es jetzt an dieser Stelle schon mal, das wird irgendwann, vielleicht in einem Monat, vielleicht in 5 Monaten, wenn das auf die Server geht, vorausgesetzt, wird das irgendwann wieder genervt werden. Ich schwöre drauf. 100 Sekunden ist zu wenig. Ihr denkt jetzt, ja, Tobi, 20 Sekunden, ja, mein Gott, aber es ist halt so. Du bist Zed, der hat auch 120 oder so. Oder du bist Talon, ne? Und der Gegner ist Akali. Du tradest mit ihm, beide traden, beide benutzen die Ultimates. Beide sterben nicht, beide kommen wieder auf die Lane. Akali hat ihre Ultimates 20 Sekunden früher. Es ist komplett unfair. Das ist broken. Klar kann man sagen, dann kann man darum spielen, aber das ist einfach, das ist nicht so. Das hat nichts. Und jetzt frage ich mich, Rito, warum haut die jetzt komplett, das sind zwar jetzt nicht Buffs, wo ich sagen würde, holy shit, die wird komplett broken, aber vielleicht wird sie ja kommen. Das sind super viele Sachen. Warum fangt, bald werden wieder alle heulen, hey, dieser Champion ist zu broken, warum geht ihr das nicht langsam an? Warum macht ihr jetzt nicht Step by Step ganz langsam, ne? Bald haben wir wieder den Salat und sagen sie alle, ja, Kali ist ja broken. Dann kommt noch irgendein Conqueror dazu oder was weiß ich, irgendwas, was geändert wurde. Und zack, Scheißendreck, ne? Dann weinen wieder alle. Weiß ich nicht, ne? Also, man kann auch langsam, vielleicht dauert es
5 Patches lang. Aber immer ganz lang. Immer ein bisschen. Rantasten, 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 rantasten. Niemand weiß, das sind so viele Änderungen, wie das funktionieren soll. Die Leute auf dem PBE-Testserver, ja, die spielen eh alle ohne Hände und Arme. Was willst du denn da sagen? Nico, meine Freunde, verstehe ich auch nicht. Also, Last Champion Hit Condition wurde entfernt. Also im Prinzip, was passiert bei Nico? Ja, ich bin etwas aufgeregt, deswegen schreie ich auch so. Sorry, aber dann werdet ihr wenigstens mal wach hier. Und ich habe Kaffee getrunken, ich bin ehrlich, aber der Kaffee ist auch richtig lecker. Also, um zum Thema zu kommen. Enemies Hit, also das Nico-Wurfding wird ja größer, wenn es 2 Gegner getroffen hat. Und jetzt muss es nur noch ein Gegner treffen. Das heißt, es trifft ein Gegner und dann wird der Root einfach zu einem Tornado. Ja, das heißt, vorher war es so, 0,7 für das erste Ziel. Das zweite Ziel dann wahrscheinlich auch 0,7, weil es musste erst durch 2 Ziele und dann war es 1,8 für das dritte Ziel. Jetzt ist es so, du triffst ein Ziel und das zweite Ziel kriegt direkt die volle Möhre, 3 Sekunden ab. Finde ich, finde diesen Spell sowieso scheiße unfair, weil sobald du die E abbekommst, und die ist sau nicht schwer zu treffen, wenn wir übel ehrlich sind, weil sie auch durch alles durchfliegt, bei Lux ist ja noch ein bisschen schwer, wirst du zu 100% von der Q getroffen, die einfach wie so ein Atomtorpedo ist. Finde ich nicht gut, Leute. Mag ich nicht. Finde ich nicht gut. Außerdem hat die Leute vorher noch irgendwie gedisarmt. Skarner, meine Freunde, ich bin ja so ein Skarner, ich bin der einzige lebende Skarner, The Last Skarnerian. Könnten den Film drüber machen. Super krasse Buff, super krasse Buff. Erstmal ist es so, Spires sind nicht mehr auf dem Minimap zu sehen. Ja, das war sehr, sehr gut, weil du konntest immer sehen, hey, der da oben wurde gerade rot. Das heißt, der gegnerische Jungler ist gerade da oben beim Red Buff, ne? Oder ich habe den beim Dragon eingenommen, um den Dragon vielleicht auch zu machen. Der Gegner sieht, hey, okay, der wird jetzt wohl den Dragon machen, der ist beim Dragon. Ist ein Buff, also, es ist schwierig. Dadurch konntest du natürlich auch sehen, wo der Gegner gerade ist, ne? Es war gut für dich und schlecht für dich gleichzeitig. Ist aber besser, wenn das weg ist von der Map. Das heißt, man kann es jetzt nicht mehr sehen. Spire Radius, wurde erhöht auf 1600. Radius, Leute, Schule, ist zu einer Seite hin, ne? Nicht Durchmesser, sondern Radius. Das heißt, Brä und nochmal Brä auf der anderen Seite. Wir haben also Brä. Das ist super riesig. Und deswegen geht der Spire nämlich jetzt, der wurde auch verschoben. Der ist wahrscheinlich jetzt genau beim Red Buff. Dass die Crux und Raptoren in dem Kreis drin sind. Crux mit Skarner zu machen war immer scheiße, weil die nie in deiner Passive drin waren. Und deswegen hat man die oft gemieden oder nicht so gerne gemacht. Obwohl das eigentlich ein Camp ist, was man mit Skarner super geil durchbüllern könnte. Und jetzt ist das einfach dein kompletter Jungle, ist quasi, ein bisschen übertrieben gesagt, aber schon sehr, sehr viel, in dieser Passive drin und du kannst endlich auch die Crux machen. Das ist ein super geiler Buff, auch wenn es niemand interessiert, weil hier niemand Skarner spielt. Silas, meine Freunde. Es gibt aktuell sehr, sehr viele Leute, die sich beschweren. Ja, wenn ihr so, Silas, der Heal wird gebufft. Healing increased. Heal-AP-Ratio increased. Ne, das sind Vollidioten. Das sind voll, gerade in der Facebook, da gibt es so viele Leute, die sogar Memes dafür machen. Die sagen, ja, Silas ist so stark und Silas wird gebufft. Silas, der Heal, Darius. Was passiert, Leute? Ich bin ein bisschen turboaktiv gerade. Tut mir echt leid. Der Kaffee böllert voll rein. Tut mir übel leid. Soll ich ruhiger machen? Also. Damage AP Ratio wurde increased. Die Damage AP Ratio wurde increased. Das Ding macht mehr Schaden. Und jetzt, ich gebe zu, dass es unglücklich formulierst. Healing increased. Weil auf Stufe 1 heilt es jetzt mehr. Statt 50, 60. Aber, eigentlich müsste es nämlich Change heißen. Auf Stufe. Auf der letzten Stufe heilt es 140 statt 170. Das heißt, es ist ein Nerf. Der Basewert ist ein Nerf. Ja, die Heal-AP-Ratio wird angehoben, aber das wird nur deswegen gemacht, damit AP-Silas einen Buff bekommt und Tank-Silas einen Nerf bekommt. Denn Tank-Silas hat keine AP bekommen, gebaut. Das heißt, er profitiert nicht davon, dass es besser scaled und er hat einen schlechteren Basewert. So funktioniert das nämlich, meine Freunde. So funktioniert das. Teemo, haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Habe ich euch erklärt, habe ich ein Video zu gemacht. Vi war aus dem letzten Patch, die wird noch, das habe ich euch auch schon alles gesagt. Das kommt dann hoffentlich auch mal irgendwann, sieht super cool aus. Und dann haben wir noch das Relic Shield. Relic Shield wird gebuffnerft, muss man sagen. Und zwar ist es so, dass das Relic Shield jetzt so funktioniert, je nachdem wie viel HP euch fehlt, bekommt einen festen Wert. Vorher war es prozentual. Ihr habt 2% von eurem Missing Health bekommen. Jetzt bekommt ihr 5 bis 30. Das heißt, wenn euch übel wenig AP fehlen, bekommt ihr einfach 5. Ne? Ist ein Nerf. Weil vorher habt ihr immer 15 mindestens bekommen. Plus 2%. Jetzt bekommt ihr nur noch 5. Und wenn euch richtig viel fehlt, dann kriegt ihr 30. Ist ein Buff. Denn meistens habt ihr vorher nur so 25, 22, irgendwie sowas in dem Dreh bekommen. Je nachdem, wie viel AP euch gefehlt haben. Ne? Das heißt, ist eigentlich cool, weil wenn ihr viel AP habt, dann seid ihr anfälliger und dann solltet ihr auch das Schild definitiv nicht mehr abarbeiten, meine Freunde. Aber erst, wenn der Patch drauf ist. Jetzt ist es noch scheißegal.
Ja, und dann haben wir Cutdown. Cutdown ist die Rune, die gerade für AD-Carries schön sein könnte, wenn die Gegner nämlich mehr AP haben als ihr, macht ihr jetzt mehr Schaden an diesen. Das waren die Sachen, die hierbei waren. Ich freue mich auf jeden Fall über alles. Auf jeden Fall auf die Skarner-Mains. Änderung. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß und auf Wiedersehen.